Am Samstag veranstaltete die Stadt Monschau das Fest der Vielfalt. Ein Team rund um Bürgermeisterin Dr. Carmen Krämer hatte das Event organisiert. Und wir von Eifel3TV waren auch vor Ort. So, wir stehen hier auf dieser herrlichen Ruhrbrücke, liebe Carmen. Als Bürgermeisterin hast du dich jetzt sehr voll reingehängt mit dieser Veranstaltung. Erzähl doch mal, was ist alles geplant und was wird alles gemacht? Ja, also ich bin selbst überrascht, dass sich so viele gemeldet haben. Das ist ja zum allerersten Mal, dass wir dieses Fest der Vielfalt, so haben wir es genannt, hier durchführen. Es ging vor allen Dingen darum, Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtlern, aber auch unseren Unternehmen, den Schulen, den Kitas, alle, die Lust haben, die Chance zu bieten, sich mal vorzustellen und sich auch zu vernetzen. Und da haben wir natürlich von Konzerten hin zu Workshops, tolle Aktionen von allen Seiten sind angemeldet worden und über 30 Vereine. Eine machen mit und Unternehmen. Mhm. Ja. Ihr habt das Glück mit dem Wetter heute auch noch. Ja, ne? Zum Glück. Ist es dann vielleicht so ein kleiner Auftakt für weitere Aktionen in dieser Form? Das würde ich mir natürlich sehr wünschen, also wenn das heute gut ankommt und wir ein gutes Feedback bekommen, auch mit Kritik können wir natürlich umgehen, die müssen wir dann halt berücksichtigen fürs nächste Mal, dann machen wir das bestimmt gerne wieder. Ja. Aus der Bevölkerung, du hast gerade schon gesagt, es sind ungefähr 30 Aktionen, die da geplant sind. Kann man sich denn vielleicht vorstellen, dass man, weil wir jetzt gerade in Monschau sind, das auf die Dörfer auch weiter verbreitet, so eine Aktion? Ja, also das Ziel war ja, aus allen Ortschaften, die wir haben, Leute zusammenzubringen. Und es ist uns auch gelungen. Ich glaube, es sind eigentlich aus allen Dörfern und Ortsteilen Menschen mit dabei. Wir haben jetzt natürlich erstmal Monschau als die Kulisse gewählt, auch aus pragmatischen Gründen, muss man sagen. Es ist auch eine schöne Kulisse. Ja. Hier haben Touristinnen und Touristen auch noch was davon. Aber natürlich, also vorstellbar ist, dass man das immer abwechselnd in den Dörfern macht. Das kann man sich ja mal überlegen, ob das gewünscht ist. Ja. Vielleicht als nachfolgende Veranstaltung von einem ehemaligen Monschauer Wirtschaftstag? Ja, also tatsächlich hat ein Verein gesagt, das ist ja toll, früher gab es ja immer den Wirtschaftstag, da haben wir uns da vorgestellt, jetzt freuen wir uns, dass wir uns hier vorstellen dürfen. Also die Vereine fanden das ganz großartig, dass sowas wieder stattfindet. Der Wirtschaftstag ist natürlich damals immer von der AMU organisiert worden, wäre schön, wenn da wieder Leben reinkommt, aber gut, wir fangen jetzt mal klein an und gucken mal, was draus wird. Okay, dann wir begleiten das und werden mal sehen, was draus wird. Ja, danke schön. Vielen Dank. Vielen Dank. An verschiedenen Stellen in der Altstadt waren die Stände verteilt. Auch die Stadtbücherei war mit von der Partie. Wir haben eine Blind-Date-Begegnung mit Büchern für interessierte Leute. Und wir haben natürlich ein bisschen zum Mitnehmen für Kinder und Informationsmaterial über unsere Angebote. Selbst an bislang unbekannten Orten konnte man was entdecken. So, jetzt bin ich zum ersten Mal im Kolpinghaus, und zwar im alten Keller. In dem Keller bin ich noch nie gewesen und hier zum ersten Mal kommt man auch nicht so ohne weiteres rein. Und neben mir steht Vanessa. Ich muss auf die Zeit. Vanessa Montero Escobar aus Chile. Chile, Santiago de Chile. Santiago de Chile. Wie kommt man nach Monschau? Oh, aus Liebe. Oh. Liebe macht alles. Ja, das war eine wichtige Moment meines Lebens und ich habe die Entscheidung getroffen, dass ich möchte eine Familie gründen mit meinem Mann. Und er hat versucht in Chile einen Job zu finden, aber spricht kein Spanisch, nur Deutsch. Und ja, dann kann man ja lernen. Ja, das ist nicht so, es ist einfach Spanisch zu sprechen. Spanisch ist einfach. Ja, genau. Ja. Und ich habe gedacht, okay, ich spreche Englisch, in 3 Monaten lerne ich Deutsch. Komm, wir fliegen nach Deutschland und seit 8 Jahren lerne ich noch Deutsch. Aber das Deutsch ist schon super. Also, ja, super. Super. Ja, super Deutsch. Ja, das ist eine Sprache von den Philosophen, Goethe zum Beispiel. Ja, so ist eine romantische Sprache. Ja. Und du bist Schauspielerin. Schauspielerin. Ja, deswegen ist die Sprache für dich auch total wichtig. Ja, genau. Ne? Das hatte ich irgendwo immer Deutsch in meinem Kopf als Ziel zum Lernen. Und du hast mir eben erzählt im Vorgespräch, du hast an einem Theater gespielt in Santiago de Chile. Genau, als Schauspielerin, Regisseurin auch. Ja. Aber dann habe ich meine Tochter, sie sind Zwillinge, Töchter. Und dann muss ich eine Pause machen. Ja. Dann kommt ein Hobby. Und mein Hobby war Mosaik. Und das Hobby sehen wir jetzt hier. Hier sind Mosaike. Mosaike ist, glaube ich, die... Auf Spanisch ist Mosaico. Mosaikos. Mosaik. Mosaikos. Mosaikos.
Genau. Männlich. Mosaiko. Los, ja. Mosaikos. Los Mosaikos. Ich hier aus Deutsch, das Mosaik, oder? Das Mosaik. Oder aber die Mosaik, ja, es ist, ja. Ist auch egal. Auf jeden Fall haben wir hier haufenweise Mosaike. Genau. Mosaike, genau. Genau, Mosaike. Genau. Mosaike. Und ja. Die sind von dir, also nicht nur allein von dir, aber hauptsächlich von dir gemacht worden. Genau, das, ja, wie gesagt, das war ein Hobby, aber es hat am Ende, das war mein Job, meine Beschäftigung in ja. Chile, weil ich hatte das Glück als Künstlerin ja. in eine schöne, wunderschöne Projekte zu arbeiten, das wir haben in der Stadt Taipuente Alto. Wow, viele Kilometer Wandmosaik in der U-Bahn, Mosaik gestalten, und das war ein Projekt von der Bürgermeister, weil dieser ja. Stadtteil hat eine schlechte Stigma als Kriminalität ja. oder ja, Armut, und durch Kunst, er wollte ja. das Stigma ändern, und hat geklappt. Ja, aber wir haben jetzt hier als erstmal normale Fliesen, genau. ne? schöne bunte Fliesen. Ja, das kommen aus Spanien. Die kommen ja, aus Spanien. Und es ist, ja, sie hatten eine, ich weiß nicht, ein schönes Schicksal. Aber am Anfang muss ich... Sie haben ein Schicksal. Weil am Anfang muss sie kaputt machen. Ja. Leider okay. kann ich laut sein, oder? Darf ja, darfst du laut sein. Das ist eine schöne Fliese. Ja. Dafür nimmt man jetzt einen Hammer mit dem Hämmerchen. Ja, fertig. 1, 2, 3. Ja, und kaputt. Das ist das Ende. Aber das es ist... Das Ende. Ja. Das, ist, sorry, das ist der Anfang. Das ist das Anfang für ein ja. neues Leben. Ja. Und das neue Leben... Komm in eine schöne, schöne Kunst oder Werk oder ja, Figuren mit Blumen oder wie du möchtest. Du kannst alles in Mosaik machen. Du kannst zum Beispiel, ja, das ist eine schöne Mandala, weil ich eigentlich arbeite mehr als in Mosaikwand oder Bildwand, Wandbild, ja, ja, oder auf dem Boden. Genau, das ist eine Küche. Ich weiß nicht, was ja. genau liegt. Und das haben wir... Oh nein, kann ja. ich so, aber das so gestalten. Ne? Das, also, hier, das ist Puente Alto, das sind die Seile von der U-Bahn. Ja. Ah, okay. Ich weiß nicht, ob da ganz du sehen mit der Kamera. Also, die alte Brücke sozusagen. Ja, genau, eine alte Brücke. Das ist in der Nähe, in den Frankenberger Viertel, ja. in Aachen habe ich das gemacht. Und jetzt arbeite ich mit Kindern in, ja. In Höfen, Mutzenischkonzern. Wir machen Mosaikkurs. Ja. Ja, und so, und jetzt kommt das große Projekt, das große Ziel, also ja. was ihr euch ausgedacht habt, so wie in Puente Alto, was hier zu machen, genau. nämlich Fassaden oder Wände zu verkleiden. Genau, das wäre eine super, super Traum, ja, ein Ideale, ne, weil ja. wir haben mit Frau Kremer gesprochen und sie hat auch Interesse. Wir haben auch mit Caritas gesprochen, so, weil es wäre schön in Monschau eine bunte Gemeinde zu gestalten. Ja, es gibt sehr schöne Häuser hier, alte Häuser, und mit dieser Farbe wäre noch schöner wegen Tourismus und auch um die Leute zu integrieren. Das Projekt heißt seinen Namen schon. Ich weiß nicht, auf das zu sagen. Ja, wie heißt das Projekt? Mosaik. Mosaik. Oh, da hat sich aber schon einer was ausgedacht. Mosaik. Ja, das ist ein kleines Geschenk, oder? Ja. Ja, aber wir brauchen natürlich Finanzierung, ja. weil wir müssen Fliesen kaufen. Aber wir wollen auch Fliesen sammeln. Alte Fliesen, zum Beispiel diese rosa Farbe, ich denke, ja. viele Leute haben zu Hause. Mit Sicherheit. Mit Sicherheit hat der eine im Badezimmer, der gerade renoviert, solche Fliesen an der Wand nicht wegschmeißen, dahin schenken. Ja, also auch andere Fliesen können das ja auch ja, sein. Ja, also, gerne Steine, ja. Andere Fliesen auch, zum Beispiel, ja, diese schöne Figuren, ja. alles ist möglich, was noch, ich arbeite auch mit Knöpfen, ja. ja, und auch wir brauchen einen Raum, ja, zum ja. Arbeiten, das wäre auch, wenn jemand wollte, uns auch unterstützen mit einem Raum, das wäre super, zum Werkstatt oder als Lager, ja, ja, so, schon. Also, die Vanessa hat hier noch einiges zu tun und stellt heute hier im Kolpinghaus unten im Keller erstmal aus. Vielleicht kann man den Keller ja auch noch mit Mosaiken ja, gestalten das irgendwie. Wäre das wäre ja schon mal, hättest du schon mal ein Jahr zu tun. Hier ja, wie gesagt, ohne Ende. Ja. Ohne Ende. Wir werden auf jeden Fall das Ganze im Auge behalten, okay. ne, und mal vorbeikommen in Höfen oder so, wenn tatsächlich irgendwo Mosaike erstellt werden, damit wir einfach mal sehen, ja. wie das so funktioniert. Wir bleiben in Kontakt. Super.
super. Vielen Dank. Ja, gerne. Ja. Vielen Dank, danke, Vanessa. Und ja. Noch einen schönen Tag hier unten im Keller vom Kolpinghaus. Das Fest der Vielfalt war ein erster zaghafter Versuch, an alte Monschauer Zeiten mit großen Konzertevents und Marktveranstaltungen anzuknüpfen. Vor allen Dingen wird es wichtig sein, viel mehr Bürgerinnen und Bürger der Stadt zu begeistern und dem Ganzen künftig auch mehr Volksfestcharakter zu verleihen.